Hey, yo, Freunde, euer Mr. Do It mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Der wird so langsam kalt, aber ich glaube, ich trinke gleich ein Feierabendbierchen. Ja, Freunde, ich habe jetzt noch vor, hier ein Video zu drehen. Und zwar ist mir etwas zugeflogen, was ich unbedingt zeigen möchte. Ja, worum geht es? Es geht um einen Schlüssel und zwar um einen BMW-Schlüssel. Ja, warum ist das irgendwie so besonders? Es gibt nämlich bei diesem BMW-Schlüssel, ich zeige euch den mal, und zwar ist dieser Schlüssel hier, so sieht er aus, ja, in einem geschlossenen Gehäuse. Also hier kann man nicht durch irgendwelche Hebelkräfte irgendwas auf und auseinanderklappen. Nein, dieser ist eigentlich verklebt. Und nicht nur eigentlich, sondern auch tatsächlich. Ja, den muss man leider Gottes mit einem Teppichmesser, habe ich das gemacht, schön außen entlang einmal aufschneiden. Und dann ist er auch, ja, nicht irreparabel, aber eigentlich so ein bisschen verwüstet von den Seiten her, dass man den eigentlich nicht mehr gebrauchen kann. Warum muss man diesen Schlüssel öffnen? Ja, in erster Linie gibt es bei diesen Modellen diese Variante, die ich hier durchführe, ist übrigens übergreifend auf die 1er BMW, 3er BMW, 5er BMW, X3, X5 und Z4. Gut, dass ich es mir hier nochmal aufgeschrieben habe. Und wir haben hier einen Akku drin, Freunde, 20, 25 Zellen Akku, diese Knopfzellen, die man kennt. Hier mal ein Bild dazu, ganz gewöhnlich, nur halt in einer Akkuversion. Diesen Schlüssel gibt es eigentlich zweimal. Und zwar nennt man das bei BMW dann Version A und Version B. Version A ist der erste Schlüssel, der ihn beinhaltet, hier drin einen Akku. Der wird über Induktion geladen, dort drin befindet sich eine Spule. Und die zeige ich euch gleich auch natürlich, wenn ich dieses kleine Ding mal aufgemacht habe. Und der wird dann, wenn man den Schlüssel ins Fahrzeug reinsteckt, der wird ja so reingesteckt, wird er über Induktion geladen, wie bei der elektrischen Zahnbürste, kennt vielleicht der ein oder andere. Dort sind keine blanken Kontakte, die aufeinander liegen, sondern einfach aufs drauf liegen. Da können auch ein paar Zentimeter Abstand sein und dennoch wird das Gerät bzw. der Akku geladen. So in diesem Fall ist es auch mit dem Schlüssel. Ja, auf jeden Fall befindet sich bei Typ A, geschlossenes Gehäuse, ein Akku. Typ B ist der Schlüssel, der genauso aussieht, aber wenn man hier an der Seite diesen Notfallschlüssel sozusagen, wenn der Akkubetrieb mal komplett nachlässt, dann kann man ja hiermit noch das Fahrzeug öffnen. Da kann man, ist dann auf der Seite bei Typ B eine, ja, so eine Kerbe, wo man dann mit dem Schlüssel theoretisch rein könnte oder mit einem Schraubendreher, wie auch immer, und kann dann einen kleinen Deckel abheben, wo man dann die Batterie, keinen Akku, eine ganz normale Wegwerfbatterie dann wechseln kann. Wenn wir natürlich diese Batterie tauschen wollen, diesen Akku, müssen wir dieses halt das Gehäuse zerstören bzw. öffnen. Und dafür gibt es ein Set, was man kaufen kann. Ich packe es am besten mal aus, sonst reflektiert das hier noch zu arg. So, ganz frisch verpackt. Hier sieht, es ist schon geöffnet bzw. ein leeres Gehäuse kommt uns entgegen. Und hier sind auch Klipse versehen, wodurch das Zusammenkleben wegfällt. Ganz fein sieht man das. Ich zoome nachher mal ran, dann zeige ich euch das im Detail. Aber ich kann euch hier mal zeigen, dass zum Beispiel der Schlüssel eigentlich genauso aussieht. Man könnte jetzt hier noch einen Aufkleber bestellen. Habe ich in diesem Fall nicht getan, war auch nicht nötig. Hier befindet sich normalerweise das BMW-Emblem. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass man dann diesen Akku tauschen kann. Der Akku ist auch natürlich dabei, ein 2025er Akku. Was benötigen wir, um das zu öffnen? Natürlich habe ich gesagt, ein Teppichmesser einfach mal hier drumherum ums Gehäuse schneiden und dann könnt ihr das Ganze öffnen. Dann benötigen wir natürlich vorher den Schlüssel abziehen, sonst schneidet ihr das gesunde Material von dem Schlüssel hier noch auf. Das bitte nicht tun, Schlüssel abziehen und dann das Gehäuse öffnen. Vielleicht nehmt ihr noch einen Schraubendreher als Behilfsmittel, um das Ganze ein bisschen zu spreizen. Ja, dann benötigen wir Lötzinn. Wir müssen nämlich den Akku einlöten. Der ist nicht irgendwie draufgelegt und wird durch Spannkraft, ja, wird der Kontakt hergestellt. Hier wird es reingelötet. Ich habe hier noch eine Ölabsaugpumpe. Das ist ganz einfach. Vielleicht kennt das der ein oder andere. So ist er gespannt. Man hält das auf dem Punkt, wo das flüssige Lötzinn ist, drückt auf den Knopf und schon wird das Lötzinn abgesaugt. Und das Loch ist in der Regel frei, wo wir dann das Objekt rausziehen können. Ja, und natürlich ein Lötkolben, den habe ich hier schon mal vorsichtshalber bereitgestellt und der ist auch schon kochend heiß. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf den Tisch und fangen an, die ganze Geschichte zu öffnen. Schon mal den Rahmen soweit aufgeschnitten. Gerade schon ein bisschen versucht, bevor ich die Aufnahme gemacht hatte und jetzt eben zu Ende geschnitten. Also wie gesagt, macht euch da, versucht aber nicht mit dem Teppichmesser hier so ein Stück rauszufahren. Ihr schneidet sonst auf die Platine, die dort drin ist. Bitte nur ein ganz, ganz minimales Stückchen arretieren. In den meisten Fällen ist so ein zum Arretieren, damit die Klinge nicht mehr hin und her fährt. Und dann aufschneiden, ganz einfach. So,
Klappen wir auf. So, hier sieht man natürlich, ist der Deckel identisch mit dem alten, auch vom Inhalt her. Ne? Sieht also genauso aus, ist halt vergilbt mit den Jahren. Ist schon 8 Jahre alt, der Schlüssel. Und hier haben wir die Platine mit den 3 Tastern. So, hier befindet sich auch der Akku, wie man sehen kann. Ne? Und hier ist diese Induktionsspule, von der ich vorhin geredet habe. Ne? Also die wird dann, das Induktion ist im Grunde genommen ganz einfach. Es wird ein Magnetfeld ausgestrahlt und dieser Körper fängt dann halt dieses Magnetfeld auf und es wird ein Akku oder je nachdem ein Gerät betrieben. So, wir haben auf jeden Fall hier, an dieser Stelle sieht man schon anhand der Platte hier oben, das ist die Seite Plus. Die geht hier unten an den Kontakt. Wir haben hier einen Kontakt, der aufgelötet ist und hier, also hier in diesem Fall Plus und hier in diesem Fall Minus. Hier die 3 Taster, wie man sehen kann. Jo, auf jeden Fall alles ist da. Und ich würde sagen, wir werden als allererstes hier die ganze Geschichte rauslöten und ihr seid dabei. Ich werde das ein bisschen vorspulen, bis gleich. Der neue Akku ist nun drin. Ich habe hier, achtet darauf, dass ihr genau zwischen der Platine und dem Akku so einen Millimeter Platz lässt. Ich meine, der Hohlraum hier in dem Gehäuse ist zwar tief genug, aber trotzdem muss ja die Batterie nicht unbedingt komplett auf der Platine aufliegen. Also lasst da kurz einen kleinen Abstand. Ansonsten ist das eigentlich relativ leicht zu löten. Mein Lötkolben ist halt nur schwach auf der Brust, aber für so Kleinigkeiten reicht das locker aus. Ja, der Akku ist nun drin. Und wir können nun das Gehäuse wieder zusammenbauen. Sprich, wir stecken oder legen einfach diesen Körper hier rein. Ne, wie man sieht, das passt auch super. Ist wieder betriebsbereit, fühlt sich auch wirklich massiv und schwer an. Alles wunderbar. Das Ding kann mindestens wieder 8 Jahre seinen Dienst erweisen. Und an dieser Stelle muss aber, wohlgemerkt muss ich zugeben, ihr müsst nun den Schlüssel wieder anlernen. Wenn der Akku bzw. die Batterie zwischen 15 und 30 Sekunden die Verbindung verliert, also die Platine, dann ist es so, dass er seine Einstellung verliert, sprich, ihr müsst nochmal zum Auto und den Schlüssel anlernen. Ich packe für alle diejenigen, die gerne die Prozedur hier durchführen und den Akku tauschen, also am Ende des Videos packe ich euch mal die Steps rein, wie ihr den Schlüssel an eurem Fahrzeug wieder anlernen könnt und dann auch den zweiten Schlüssel. Also beide Schlüssel am besten bereithalten, zum Auto gehen, vielleicht die Anleitung aufschreiben, ausdrucken oder aufs Handy irgendwie übertragen, damit ihr dann im Auto die Anlernphase durchführen könnt und euer Schlüssel ist wieder betriebsbereit. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle einen Abschlussschluck. Prösterchen. So, ich werde das Video jetzt schneiden, hochladen. Wie ihr seht, der Rechner ist schon an. Und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Euer Mr. Duit. Bis dann. Ciao.